Willkommen in Japan. Ich bin für ein paar Tage in Tokio. Ich bin nur für die Vorstellung der Panasonic Lumix S5 Mark II hier. Das ist also ein kleines bisschen ein Reisevideo und ein erster Eindruck der Kamera. Aber weil ich weiß, was euch am liebsten ist, fangen wir mal mit den wichtigsten Eckpunkten der Kamera an. Aber bevor wir das tun, ein Hinweis zur Transparenz. Panasonic hat die Anreise und die Unterkunft bezahlt und stellt die Kamera und Objektive zum Testen zur Verfügung. Es fließt allerdings kein Geld, es ist kein gesponsertes Video und es wird auch keinerlei Einfluss auf den Inhalt dieses Videos ausgeübt. Das ist sie also, die Panasonic Lumix S5 Mark II. Von außen sieht sie ihrem Vorgänger von 2020 verblüffend ähnlich. Neu sind vor allem die Lüfter, die allerdings sehr versteckt an der Gehäuseseite zu finden sind. Die wichtigsten Eckdaten: 24 Megapixel Vollformatsensor ohne Tiefpassfilter, 96 Megapixel im HiRes-Modus und das Bild wird in der Kamera zusammengefügt, 30 Bilder Serienbildgeschwindigkeit und bis zu 6K Video in 10 Bit. Auf weitere Details gehe ich später ein, denn die wichtigste Neuerung hat Panasonic in seiner Präsentation direkt als erstes genannt. We did it! Space Hybrid Contrast Lens! Richtig, es gibt jetzt Phasenhybrid-Autofokus mit 779 Autofokusfeldern. Auch Panasonic weiß, dass sie hier liefern mussten. Naja, aber der Reihe nach. Ich hatte ja was von Fotoreise gesagt. So, längere Anreise, aber ich bin offensichtlich gut angekommen jetzt im Hotel. Auf dem Herweg im Shuttle, wir wurden nämlich abgeholt, habe ich Josh vom amerikanischen Kanal Make Art Now und den kennt den einen oder anderen vielleicht, und Dustin Armstrong vom gleichnamigen Kanal kennengelernt. Und wir haben entschieden, hey, es regnet, es ist dunkel, wir sind in Tokio, lass uns mal in die Stadt fahren und ein bisschen fotografieren. Unser offizielles Programm startet nämlich erst morgen. Wir haben unser Equipment noch gar nicht bekommen. Offiziell wissen wir noch nicht mal, worum es geht. Inoffiziell wissen wir es natürlich schon. Jetzt ist erstmal egal. Jetzt gehen wir erstmal filmen und fotografieren mit Josh und Dustin. Los geht's. Die amerikanischen Kollegen haben die Kamera heute schon gekriegt, aber es ist streng verboten, damit jetzt um die Häuser zu ziehen. Ist mir egal, ist ja sein Problem. Okay, das ist die Kamera, ist abgeklebt und ich habe hier das Atlas Anamorphic drauf, 36 mm. Und das Schöne an der Kamera ist, die hat halt einen eigenen Anamorphen-Modus. Hatte der Vorgänger auch schon, aber probieren wir erstmal aus. Eine neue Kamera heißt für alle erstmal eingewöhnen. Zum Glück hatten wir aber keinen Zeitdruck. So I had two requirements for Tokyo. Number one, Cyberpunk. Number two, Ramen. Guys, Ramen first. I agree. Yeah, well, but it doesn't say which ones. Ja, so einfach war es dann doch nicht. Let's see what we get. Which one? This one. It's like science. It's not seaweed, it's stewed. Oh, my bad. What does stewed mean? I don't know. But isn't it always stewed? Yeah. What does it mean, it's bigger? Shit. Okay. Yeah, just put it in the soup. Und dann haben wir einfach irgendwas anhand von Bildern bestellt. Alright, are you excited? Oh, yeah. I'm super excited. Alright, let's go. Oh, wow. Und das war echt lecker. Ramen. Ramen. That's all I'm eating here. It's cold. Aber wir sind ja nicht zum Essen, sondern zum Fotografieren hier. Also ich habe mir ja Regen gewünscht, aber es ist gar nicht so einfach, im Regen zu fotografieren und gleichzeitig zu filmen vor allem. Jetzt habe ich hier einen Regenschirm, der sich an meinen Rucksack festmachen lässt, sodass ich quasi die Hände frei habe, aber es regnet schon ganz schön. Wir sind jetzt allerdings schon da. Mal gucken, ob die Straße immer noch so beeindruckend ist wie vor 3 Jahren.
glaube, das kann man mit Ja beantworten. Zwar war ich genau hier schon vor 3 Jahren, aber ich bekomme nicht genug von diesem Lichterchaos. Und während ich mich auf das Fotografieren konzentriert habe, hat sich Josh mit dem anamorphen Objektiv an der Panasonic ausgetobt. So guys, how did you like the first night? Pretty cold. Pretty cold, yeah. How about bad you? Idea. I was wearing shorts. It's a bad idea. Oh shit. Ja, das war doch schon mal ein erster Abend oder ein lustiger erster Abend. Wir haben jetzt nicht super viel fotografiert oder gefilmt, aber so 2-3 Shots sind, glaube ich, dabei. Und tatsächlich bin ich jetzt froh, dass ich diesen Hands-Free-Regenschirm mir vorher gekauft habe. Ich dachte erst mal, vielleicht ist es ein bisschen albern, aber der hat sich heute wirklich ausgezahlt, weil es schüttet immer noch. Das eigentliche Event, für das wir hergekommen sind, findet erst morgen statt. Und morgen kriegen wir erst offiziell unsere Ausstattung, unsere Kameras. Und dann werden wir auch offiziell erst erfahren, was überhaupt vorgestellt wird. Auch wenn wir das natürlich jetzt schon wissen, weil das Ding ja die Kamera schon hat. Aber ich bin sehr gespannt auf morgen und was noch so auf uns wartet, weil die haben sich natürlich ein Programm ausgedacht. Und werden wir sehen. Ich werde jetzt erstmal meine Fotos sichern. Und dann ab in die Haier gehen. Wir haben es nämlich schon, wie spät haben wir es denn überhaupt? Ja, knapp 1. Dank der Zeitumstellung bin ich aber nicht müde. Und dann geht's morgen weiter. Ich bin sehr gespannt. Ja, und dann war es soweit. Das ist so ein bisschen wie ein Klassentreffen. Hier sind irgendwie, glaube ich, alle eingeladen. Also man sieht sehr viele bekannte Gesichter. Bin mal gespannt, mit wem man nachher noch ein bisschen quatschen kann. Und dann wurde uns die Kamera offiziell vorgestellt und wir haben unser Testequipment erhalten. Und was glaubt ihr passiert, wenn man den Leuten freilässt, welche und wie viele Objektive sie ausleihen wollen? Richtig, jeder nimmt erstmal alles mit, was er tragen kann. Lieber haben als brauchen, nicht wahr? Der andere Andreas ist auch hier, wir haben gerade unsere Kameras gekriegt, ein kleines Care-Package sozusagen. Es klang ganz beeindruckend, was gerade so erzählt wurde. Man hat gemerkt, worauf die Leute gewartet haben. Die sind eingestiegen mit einem neuen Autofokus-System. We did it! This hybrid contrast, eh? Die wissen schon, wo der Schuh drückt und deshalb auch mal schauen, werden wir nachher mal testen, ob das gut funktioniert und wie sich das Ding so schlägt. Ich bin aber genauso schuldig. So, das ist der allererste Test mit der neuen Kamera. Belichtung, ja, müsste einigermaßen passen. Jo, es ist Zeit, ich packe den Koffer nicht, aber den Rucksack und dann geht's runter und dann gehen wir mit der Crew, mit den deutschen YouTubern mal ein kleines bisschen noch in die Stadt, während es gerade dunkel wird. Ich bin sehr gespannt. Aha, aha, den kenne ich doch. Puh.
Vor dem gemeinsamen Abendessen hatten wir dann noch knapp 1,5 Stunden Zeit, uns mit der Kamera ein wenig auseinanderzusetzen. Der Bildstabilisator funktioniert schon mal sehr gut, würde ich sagen. Auffällig besser als der meiner Sony-Kameras. Das konnte Panasonic allerdings schon immer gut. So, gut genährt und wohl gesättigt, haben sich die anderen Kollegen gewünscht, dass wir nochmal zu Shinjuku fahren. Ich war da jetzt ja gestern schon und ehrlicherweise regnet es nicht mehr. Deshalb ist die Bedingung zum Fotografieren nicht so cool. Ich werde also nicht fotografieren. Aber die lieben Panasonic-Kollegen haben ein anamorphes Objektiv auf meinen Nachfragen organisiert. Und zwar dieses Monstrum hier. Das ist ein Schneiderkreuz nach ISCO Spherical 58mm T2.4 plus einem anamorphen Adapter, der hier vorne drauf geschraubt ist. Das bedeutet, man muss dieses Cinema-Objektiv hier hinten, dieses blaue, erst fokussieren auf unendlich und dann kann man vorne fokussieren. Das ist ein bisschen kompliziert. Das Ganze hinten mit einem Adapter, sodass das auf die Panasonic S5 Mark II drauf geht. Schauen wir mal, was uns erwartet. Die S5 Mark II filmt wahlweise in Ultra HD oder Cinema 4K mit bis zu 60 FPS, allerdings mit Crop. In 6K bis zu 30 FPS. 120 Bilder die Sekunde gibt es nur bei Full HD. Spannend ist die Funktion, dass man statt 16:9 auch mit der vollen Sensorfläche, also 3:2 im sogenannten Open Gate Modus, filmen kann. Besonders wenn man mit anamorphen Objektiven filmt, ist das vorteilhaft, da man dann nicht so einen extremen Squeeze-Effekt hat. Ja, Shinjuku ist immer wieder schön. Ich habe, glaube ich, einen ganz guten Eindruck gekriegt, wie es jetzt ist, mit dem anamorphen Objektiv zu filmen. Es ist eine gute Möglichkeit gewesen, mal den Image Stabilizer, der ja speziell für Anamorphic einstellbar ist, auszuprobieren. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, live quasi das anamorphe Bild schon zu sehen, also direkt diesen D-Squeeze schon in der Kamera zu machen. Aber ich bin ganz gut fertig, ich bin auch jetzt echt müde, ich glaube, man sieht es mir auch an. Morgen ist der offizielle Shooting-Tag. Also da hat Panasonic eine Tour geplant, wo wir uns diverse Locations angucken und dann da fotografieren können. Ich muss gestehen, ich bin ein bisschen skeptisch, weil wenn dann alle irgendwie zusammen und dann irgendwie zur gleichen Location. Mal schauen, wir lassen es erstmal auf uns zukommen, aber jetzt lege ich mich erstmal hin. Gute Nacht. Kids. So, started the shooting of our the centuries. Ah, Sonne. Cool. 30 YouTuber, alle auf einem Haufen mit der gleichen Kamera, die alle das gleiche fotografieren. Das ist meins. Mir fiel es ehrlicherweise schwer, brauchbare Fotos zu schießen. Es war also klar, dass wir uns irgendwann absetzen würden. Jetzt sind wir in Akihabara und hier haben wir tatsächlich ein bisschen mehr Zeit. Das Gute ist, ihr müsst nur mein Video gucken und nicht das von Andreas oder Thilo, weil wir haben alle das gleiche jetzt gefilmt. Das ist also quasi das gleiche Video. Nicht für große Leute gemacht hier. Also für mich. Also für dich hier. Ich gehe gebückt.
Also es ist irgendwie nicht so einfach hier zu fotografieren oder zu filmen, ne? Nee, gar nicht. Der Ort hat so krass viele Eindrücke, dass man entweder versuchen kann, so kleine Stories, kleine Momente zu finden, aber es wird dem gar nicht gerecht. Oder du machst halt einfach nur Ultra-Weitwinkelaufnahmen, um alles drauf zu kriegen. War es halt auch ein bisschen öde. Also es ist... Ja, man muss ein bisschen üben noch. Ja, das ist, ist eine Herausforderung. Aber halt, also es ist schon geil. Das ist der Hammer. Absolut. Ab in den Bus. An dieser Stelle sei die Akkulaufzeit schon mal lobenswert erwähnt. Jeder von uns hat zwei Akkus für den Tag erhalten. Und der erste hatte bis jetzt, also nach Stunden Fotografieren und Filmen, gehalten. Auch nach ein paar Stunden liegt die S5 Mark II gut in der Hand. Wie heute eigentlich üblich, lässt sich die Kamera per USB-C direkt laden. Und endlich gibt es auch einen großen, vollwertigen HDMI-Anschluss. Mikrofoneingang und Kopfhörerausgang sind natürlich auch wieder mit dabei. Zur Dunkelheit wollte ich dann doch nochmal in Akihabara fotografieren, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, etwas zu verpassen. Schließlich stehe ich ja auf das Lichterchaos der Seitenstraßen bei Nacht. Ich muss gestehen, ich habe das Gefühl, ich habe bisher noch keine ordentlichen Fotos geschossen. Aber es ist wie das letzte Mal, man ist einfach so wahnsinnig erschlagen von den ganzen Eindrücken und ich muss mich auch noch so ein bisschen auf die Kamera einlassen, weil neue Kamera bedeutet ja auch immer, ist alles ein bisschen anders irgendwie, aber das kriegen wir schon noch hin. So, da wären wir. Ich glaube, ich laufe jetzt einfach mal ein bisschen auf und ab und packe eine Festbrennweite drauf. Ihr werdet es dann gleich an den Bildern sehen, ob das was geworden ist oder nicht. Dann schauen wir mal. So, neuer Tag, neues Glück. Wir sind schon am Ende der Reise tatsächlich und haben jetzt noch ein paar Stunden Zeit. Andreas und ich haben uns jetzt entschieden, kurz noch was essen zu gehen und dann mal schauen. Vielleicht fahren wir in die Stadt, machen noch mal ein paar Fotos und dann war es das schon wieder. Bleibt noch ein kleines Fazit, aber dazu später mehr. Also ich, es ist immer sehr schön dekoriert, aber ehrlicherweise fragt man sich immer so ein bisschen, was dieser so das Konzept der Speise ist, weil bei mir so ein, was auch immer das hier ist, mit, keine Ahnung, mit das und dem und, ja. Aber es schmeckt alles lecker, muss man sagen. Das ist sehr, sehr lecker. Das ist Fleisch. Was kann schon passieren, ne? Lost in Tokyo, auf geht's. Auf geht's. Ja. Okay. Mita Station Transfer, Mita Rai. Ich bin noch nicht so 100% überzeugt, wir haben jetzt gerade Hilfe bekommen, aber zumindest haben wir einen Plan. Nachdem der andere Andreas und ich den Vormittag ehrlicherweise ein bisschen vertrödelt hatten, haben wir uns kurzfristig entschlossen, nochmal zu dem Tokyo Tower zu fahren, in der Hoffnung, ein paar nette Aufnahmen von einem höheren Standpunkt auszumachen. Da wollen wir hin, aber der ist ja doch noch ganz schön weit weg. Ja, 11 Minuten oder 12 Minuten zu laufen. Ach, scheiße. Wie sich herausstellte, eine ziemlich gute Idee. Das war für mich. We'll be right back.
Das war der Trip, ist jetzt schon wieder vorbei. Ich bin wieder in der Realität angekommen, wie man sieht. Und es bleibt noch ein letztes Fazit oder ein Fazit überhaupt zu der Kamera. Ganz kurz, wem das jetzt zu wenig Japan war, dem empfehle ich meine fünfteilige Japan-Fotoreise. Den Link dazu packe ich in die Beschreibung. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben zur Kamera, die ich ganz kurz durchgehen will. Ich verspreche auch, ich halte mich kurz. Bevor wir das tun, immer im Hinterkopf behalten, ich hatte die Kamera nur 3 Tage. Das ist ein erster Eindruck, kein Detailtest. Also manche Sachen kann ich nicht bis ins letzte Detail beurteilen, aber das werde ich dann sicherlich im Anschluss nochmal machen. Ich plane die Kamera nochmal auszuleihen und dann kann ich nochmal auf Fragen eingehen. Wie ist der erste Eindruck? Erster Eindruck ist gut. Am Ende des Tages muss man ja ehrlich sein, ob die Kamera eine Relevanz hat oder nicht, hing eigentlich fast ausschließlich an dem Autofokus. Also ob Panasonic das hinkriegt, einen Hybrid-Phasen-Autofokus in die Kamera zu packen, weil alles andere war schon recht gut. Jetzt hat sie noch ein paar neuere Funktionen, aber das war eigentlich das, wo sie dem Wettbewerb hinterher waren. Und ich hatte das Gefühl, der tut, was er soll. War an keinster Stelle irgendwie so, dass ich gesagt habe, oh scheiße, Autofokus trifft nicht oder er macht nicht das, was er soll. Auch jetzt im Nachhinein habe ich die Fotos mir angeguckt und die Videos und da ist kein Bild dabei, wo ich nicht getroffen hätte. Wenn das Bild in die Hose gegangen ist, dann lag es an mir oder an wie auch immer, irgendwas anderem, aber nicht am Autofokus. Ich habe ihn allerdings auch nicht herausgefordert. Ich habe keine Sportaufnahmen gemacht oder was super Schnelles. Ich habe halt lediglich Stadtaufnahmen, das ein oder andere Porträt gemacht. Und da hat das eigentlich immer gepasst. Nicht eigentlich, es hat immer gepasst. Vielleicht ganz kurz, was ist positiv oder was ist mir negativ aufgefallen? Negativ eigentlich nichts. Wie gesagt, ich war gespannt, ob das mit dem Autofokus klappt. Habe ich gerade schon gesagt. Der Bildstabilisator ist mir erstmal positiv aufgefallen in der Sache, dass er, wie im Video gesagt, sehr viel besser stabilisiert, bezogen auf Video, als ich das von den Sony-Kameras gewohnt bin. Allerdings gab es in dem einen oder anderen Bild durchaus so ein Wobbeln im Hintergrund. Das sieht natürlich sehr, sehr unschön aus. Das mag an diesem zusätzlichen digitalen Stabilisator liegen, den ich die ganze Zeit eingeschaltet hatte. Das muss ich im Detailtest nochmal gucken, ob das daran lag. Den werde ich nochmal ausschalten, werde es nochmal ausprobieren und dann werden wir sehen. Deshalb möchte ich das jetzt nicht abschließend beurteilen, aber es ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Positiv aufgefallen ist mir mal wieder, dass Panasonic viele Videofunktionen in die Kamera reinquetscht, wie auch schon beim Vorgänger und in den anderen Modellen, die ich persönlich sehr, sehr gut finde. Wir haben jetzt 6K Video, 10-Bit. Wir können den Open Gate filmen, das heißt 3:2 statt 16:9, also volle Sensorfläche. Das ist für Anamorphic gut, das ist gut, um ein bisschen mehr Flexibilität zu haben. Wir haben einen Anamorphen-Modus, wir haben einen Anamorphen-Modus für Bildstabilisator. Wir können 4-Kanal-Audio aufnehmen und wir können jetzt zum ersten Mal auch Lookup-Tables, also LUTs, auf die Kamera laden und die direkt schon anwenden, auf Video und auf Foto. Das ist zum einen cool, weil man dann einen gewissen Look-Schicht schon bauen kann, also zum Beispiel eine Filmsimulation. Aber zum anderen könnte man sich selber ja auch LUTs bauen, die andere Log-Profile simulieren. Also mit DaVinci Resolve kann man dann seine eigenen LUTs bauen und da könnte man mit so einem Color Space Transformer theoretisch auch ein S-Log-LUT bauen oder C-Log und dann filmt die Panasonic theoretisch S-Log. War nur mal so ein Gehirngespinst, auf das mich ein Panasonic-Ingenieur gebracht hat. Das werde ich nochmal ausprobieren, habe ich noch nicht gemacht. Das folgt dann sicherlich in einem Detailvideo. Also alles in allem macht die Kamera für mich einen guten Eindruck als gute Allround-Hybrid-Kamera und ob sich die Kamera für euch lohnt oder nicht, ja, das könnt ihr am Ende des Tages nur selber beurteilen. Wenn ihr natürlich in eurem System gefangen seid und 100.000 Objektive bereits habt von irgendeinem Wettbewerber, gibt es Adapter, aber dann muss man sich die Frage stellen, ob ein Switch wirklich Sinn macht. Ne? In den meisten Fällen ist das ja mal ein bisschen komplizierter. Für alle, die vielleicht neu einsteigen wollen, ist es interessant, gerade wenn man eben auch viel filmen möchte. Oder für Leute, die vielleicht schon im Panasonic-System drin sind, schaut euch die Kamera auf jeden Fall mal an. Das ist durchaus ganz interessant. Definitiv ist sie preislich attraktiv gesetzt, also im Wettbewerbsumfeld. Also wenn man die unverbindliche Preisempfehlung von 2.200 € dieser Kamera, also S5 Mark II, beachtet, ist sie deutlich günstiger als manch Wettbewerbskamera. Also liegt eigentlich unter Canon, Nikon und Sony zwischen 150 und 700 €, je nachdem. Und der Straßenpreis wird sicherlich auch nochmal günstiger sein. Ja, ich werde die Kamera nochmal ausleihen. Panasonic wird sie mir nochmal geben und ich werde nochmal ins Detail reingehen. Das ist, wie gesagt, nur ein allererster Eindruck. Sollte euch noch was Besonderes interessieren oder aus diesem Video fehlen, schreibt das gerne in die Kommentare. Nochmal der Hinweis, Japan, ne? Also wenn ihr mehr Japan-Fotoreise sehen wollt, guckt nochmal in die Videobeschreibung, da verlinke ich meine Fotoreise.
Lasst auf jeden Fall natürlich ein Abo da, damit ihr diese Videos nicht verpasst. Und dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.